40 Tage Reich Gottes. 40 days kingdom of God. Heute Tag Nummer 10. Today we have day number 10. Die Bibel sagt, the Bible says, wir werden den Tod nicht schmecken. That we will not taste death. Und das ist das Thema jetzt. And that's the theme today. Den Tod nicht schmecken. Not to smell death. Wir wollen zusammen lesen. We want to read together. In Lukas Kapitel 9, Vers 27. In Luke chapter 9, verse 27. Jesus spricht. Jesus says, ich sage euch aber in Wahrheit. But I tell you of truth. Es sind etliche unter euch, denen, die hier stehen, there be some standing here, welche den Tod nicht schmecken werden, which shall not taste of death, bis sie das Reich Gottes sehen. Till they see the kingdom of God. Den Tod nicht schmecken, to taste death, bis man das Reich Gottes sieht. Until you see the kingdom of God. Reich Gottes kingdom of God und den Tod nicht schmecken and not to taste death. Gehören zusammen. Jesus sagt, Jesus says, wir können durch den Tod durchgehen. We can go through death. Wenn wir wenn wir durch das Reich Gottes gehen. When we go through the kingdom of God. Da war der bekannte Bonhoeffer. Bonhoeffer, a very well-known Christian. Er war 39 Jahre alt. He was 39 years old. Und er war kurz vor seiner Hinrichtung. And he was shortly before his being executed. Und ganz viele Leidensgenossen waren um ihn herum. And many of the same destiny were around him. Und er hat gewusst, er kann gleich sterben jetzt. And he knew he could die any moment now. Und er hat folgenden Satz gesagt. And he said the following sentence. Das ist nicht das Ende für mich. That is not the end for me. Sondern das ist der Beginn meines Lebens. Because now is the beginning of my true life. Und er hat eins verstanden. He has understood one. Wenn man Jesus hat, when you have Jesus, ist ein physischer Tod, then a physical death, ist nicht das Ende, is not the end, sondern Beginn von dem. It's the beginning of true life. Von dem echten Leben im Reich Gottes. From the true life in the kingdom of God. Und so wollen wir zusammen lesen, einer meiner Lieblingsbibelstellen. And so we want to read together one of my favorite in Philippa, Bible verses. Ja, in Philippa Kapitel 1, Vers 21. Philippians 1, Verse 21. Philippa Kapitel 1, Vers 21 wollen wir zusammen lesen. Und da steht drin, Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. It says, Christ is my life and dying is gain. Ja, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. For to me to live is Christ and to die is gain. Kannst du das sagen, dass dein Leben ist Christus? Can you really say that your life is Christ? Und wenn du stirbst, ist es für dich Gewinn. And when you die, it's gain for you. Wow. Was Besonderes. That's something special. Mm. Wisst ihr, als ich zum ersten Mal so eine himmlische Vision haben durfte, ich habe gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes im Himmel ist. Ich habe eins habe ich verstanden. One thing I understood. Alles, was wir auf dieser Erde haben, all that we have on this earth, ist sehr schön. It's very beautiful. Aber es ist nichts im Vergleich, well, it's nothing compared zu dem Reich Gottes, with the kingdom of God, zum Himmel. With heaven. Zu dem, was wir bekommen haben mit Jesus Christus. For what we have received in Christ Jesus. Mein Leben ist Christus. My life is Christ. Aber Sterben ist für mich Gewinn. But to die is for me gain. Und solange ich noch leben darf, as long as I am allowed to live, möchte ich das Reich Gottes bauen. I want to build the kingdom of God. Ich möchte ihn zuerst suchen. I want to seek him first. Das Reich Gottes zuerst suchen. I want to seek his kingdom first. Seine Gerechtigkeit. His righteousness. Und ich weiß eins, alles andere wird mir hinzugetan werden. And I know one thing, everything else will be added unto me. Such deine Erfüllung deines Lebens nicht auf dieser Erde. Don't seek for your total fulfillment for your life on this earth. Die Erfüllung deines Lebens gibt's nur in Jesus Christus. The true fulfillment of life can only be found in Jesus Christ. Lass Christus dein Leben sein. Allow Jesus to be your life. Und Sterben dein Gewinn. And dying your gain. Jesus hat gesagt, manche werden den Tod nicht schmecken. Jesus even said that some will never taste death. Bis sie das Reich Gottes sehen werden. Until they see the kingdom of God. Auch wenn du physisch stirbst. Also when you physically die. Das ist nicht das Ende. That's not the end. Das ist der Beginn vom Reich Gottes. This is the beginning of true kingdom. Beginn of vom God. Ewigen Leben. The beginning of eternal life. Johannes Kapitel 3, Vers 36.
John 3:36. Johannes 3, 36. John 3, verse 36. Ist ein Satz, der richtig auf den Punkt alles bringt. There's a sentence that brings everything to the point. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. He that believes on the Son has eternal life. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Who has the Son has eternal life. Hast du dein Leben schon Jesus gegeben? Have you given your life to Jesus already? Hast du schon eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus? Have you made a decision, a clear decision for Jesus Christ? Ich habe sie gemacht in meinem Leben. I've made it in my life. Maria hat sie gemacht in ihrem Leben. Ich habe es auch gemacht. I also made it. Die beste Entscheidung des Lebens. It's the best decision in your life. Ist, wenn man Jesus sein Leben gibt. It's when you give your life to Jesus Christ. Und wer an den Sohn glaubt, and who believes on the Son, der hat ewiges Leben. Has eternal life. Und egal, ob du stirbst oder nicht, and no matter if you die or not, du wirst ewiges Leben haben mit im Himmel. You will have eternal life in heaven. Johannes 5, Vers 24. And John 5, 24. Ist eine sehr wichtige Bibelstelle. It's a very important scripture. Und wir wollen da reinschauen. And we want to look at it. Johannes 5, Vers 24. John 5, verse 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Verily, verily, I say unto you. Wer mein Wort hört. He that heareth my word. Und glaubt dem, der mich gesandt hat. And believes on him that sent me. Der hat ewiges Leben. Has everlasting life. Und er kommt nicht ins Gericht. And shall not come into condemnation. Sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. But is passed from death into life. Menschen, die Jesus Christus annehmen. People that accept Jesus Christ. Menschen, die in Jesus leben. People that live in Christ. Die sind vom Tod ins Leben übergegangen. They came out of death into life. Nicht erst, wenn du physisch stirbst. Not only when you die physically. Sondern auch in dem Moment, wo du dich schon bekehrt hast. But in that moment when you are converted. Dann bist du vom Tod ins Leben übergegangen. Then you went from death into life. Wenn diese Erde zu Ende ist. When this earth is over. Wir stehen vor unserem Schöpfer. We will stand before our Creator. Und die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt, and the Bible says, who believes with the heart, und mit dem Mund bekennt, and confesses with the mouth, der wird gerettet werden. Will be saved. Und wer Jesus Christus angenommen hat, whoever has accepted Jesus Christ, der wird ewiges Leben haben. Will have eternal life. Und er wird nicht verloren gehen. And he will not get lost. Und das ist die Botschaft unseres Lebens. And that's the message of our lives. Wir wollen dir sagen, we want to tell you, mach ganze Sache mit Jesus. Make a total commitment with Jesus. Gib dein Leben zu Jesus. Give your whole life to Jesus. Die Lebenszeit ist so kurz auf dieser Erde. The time on this earth is so short. Und die Ewigkeit ist so lang. And eternity is so long. Ewigkeit lang. Is eternally long. Und es hängt an deiner Entscheidung, die du auf dieser Erde triffst. And your decision here on earth. Wenn du Jesus dein Leben gibst. Makes the difference when you give Jesus your life. Wirst du ewiges Leben haben you in Ewigkeit. You will have eternal life. In eternity, wenn du Jesus Christus dein Leben nicht gibst, when you don't give Jesus your life, wirst du verloren gehen. You will be lost. Und ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. Triff diese Entscheidung. Make this decision. Und wer den Sohn hat, and whoever has the Son, der hat das Leben. Has life. Und wer an den Sohn glaubt, and who believes the Son, der hat das ewige Leben, spricht has Jesus. Eternal life. Und er geht vom Tod ins Leben durch. And he goes from death into life. Heute leben wir das beste Leben, was es gibt. Today we live the best life that is available. Ist ein Leben voller Freude. It's a life full of joy. Ist ein Leben voller Frieden. It's a life full with peace. Ist ein Leben voller Gerechtigkeit. It's a life full with righteousness. Ist ein Leben und Leben Überfluss. It's a life and overflowing. Und wir wünschen dir das von ganzem Herzen. And we wish that for you with all our hearts. Das was Jesus gesagt hat. That what Jesus said. Dass manche werden den Tod nicht schmecken. Some will not taste death. Bis sie das Reich Gottes sehen. Until they see the kingdom of God. Wir wünschen dir das von ganzem Herzen. We wish that for you with all our hearts. Dass du den Tod nicht mal schmecken wirst. That you never will taste sondern dass death. Du durchgehen wirst ins Reich Gottes. But that you walk through into the kingdom wir erwarten of God. Jesus Christus. We expect Jesus Christ. Er könnte heute kommen. He could come today. Er könnte morgen kommen. He could come tomorrow. Sei bereit. Be ready. Sei bereit. Be ready. Wir sind bereit. We are ready. Amen. Jawohl, wir sind bereit. Sei du auch bereit. Be also ready. Wir wollen dich sehen im Himmel. We want to see you in heaven. Wir wollen dich gerettet sehen. We want to see you saved. Bitte triff die richtige Entscheidung. And make the right decision. Wer den Sohn glaubt, who believes in the Son, der hat ewiges Leben. Has eternal life. So sehr hat Gott die Welt geliebt.
so much God has loved this dass er seinen einzigen Sohn gab, that he gave his only begotten dass son, jeder, der an ihn glaubt, that everyone that believes in him, nicht verloren geht, not will be lost, sondern ewiges Leben hat. But has eternal life. Wir lieben dich von Herzen. We love you from the bottom of our hearts. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. God loves you. Jesus loves you. Er hat, dir, hat alles für dich getan, he has done everything for you, und erwartet, dass du, ihn, dass du diese Gnade annimmst. And he is waiting for you to receive his grace. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. It's the most important message there is. Und vergiss nie, and never forget, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt, deeply loved, und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.